In diesem Video möchte ich jetzt zeigen, wie du beim Windows Movie Maker Grafiken oder Fotos einfügen kannst. Dazu gehen wir dann entsprechend den richtigen Ribbon. Das wäre hier in dem Fall Startseite. Und dann hier auf Videos, Fotos hinzufügen. Und dann wähle ich mir entsprechenden Ort und entsprechenden Grafiken aus. Ich kann mit Steuerungstaste mehrere auch auf einmal auswählen. Ich mache gleich mehrere mal da aus. Klicke auf Öffnen. Und sie werden in dem Fall dann an der Stelle, wo ich das eben hier festgelegt habe, eingefügt. Ich kann das jetzt hier dann auch noch verschieben, indem ich hierher gehe. Über gedrückter linker Maustaste verschiebe ich das. Kann es hierher gehen. Und kann es an der entsprechenden Stelle dann ablegen. Soweit der Punkt, wie man dann hier diese Fotos einfügen kann. Die Dauer, wie die Fotos gezeigt werden, kann ich hier mit der doppelten Klick, kann ich das hier dann, habe ich hier dieses Bild ausgewählt und dann kann ich hier dann einstellen, zum Beispiel, dass dieses Bild mit den Azaleen hier zum Beispiel nur 2 Sekunden lang angezeigt wird. Geht hier 2 hinein. Das Ganze wird dann wirklich nur 2 Sekunden angezeigt. Wenn ich das jetzt hier starte, 1, 2. Dann geht es normal weiter, es läuft hier langsamer weiter, kommt dann hier zum Audiokommentar. Grüß Gott, kann Herr ich dann Dr. Rüdi. Für jedes Bild, das wird standardmäßig mit 7 festgelegt, kann ich die Dauer dann der Anzeige des Bildes dann auch hier mir einstellen.